dann hier aus Deutschland. Wir sind hier im deutschen Wachsraum im Alpine Center Rosa Kutu. Und ja, wir haben jetzt heute die Superkombi machen wollen. Aber das Problem war, dass es ein bisschen neblig war, ein bisschen geregnet hat, die Piste ein bisschen weich war. Und dann haben sie das Ganze umgedreht und zuerst den Slalom gemacht. Für mich war es ganz gut, weil ich die letzten zwei Rennen, also die Abfahrt und den Super-G, nicht ins Ziel kommen will. Und so konnte ich mich jetzt voll auf den Slalom konzentrieren und ich bin endlich wieder ins Ziel gekommen. Mir ist ein riesen Stein vom Herzen geflogen, totale Erleichterung. Und jetzt bin ich hier eben nach dem Rennen in der Wachskabine vom deutschen Team. Unser Servicemann, der möchte immer, dass wir die Ski mal abtrocknen, damit es den Ski auch ja gut geht und sich da nichts fehlt. Und das mache ich jetzt noch und dann gucke ich, dass ich schnell zurück ins Dorf komme, weil ich bin nass bis auf die Unterhose und ich möchte ja nicht krank werden, weil morgen haben wir hoffentlich noch dann den Super-G von der Kombi zu fahren und den möchte ich ja auch ins Ziel bringen. Also dann tschüss und schaut mir morgen wieder zu. But you know what my real problem is? I hate that were a whole lot faster, so I scared myself coming down the final pitch.